Hallo Römer, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Play. Edna bricht aus. Bewertet die Folge und viel Spaß. Okay, dann gucken wir uns jetzt erstmal den Raum hier hinten an. Alter Vater. Ja, ich habe gerade erst kürzlich gehört von einem Freund von mir, dass er den Charakter der Petra traurig wahrgenommen hat, weil sie diese Geburtstagsfeier auf der Toilette feiert und so, da ganz alleine immer, halt immer brav rausspringt aus dem Luca-Bäuschen, sobald das Licht angeht. Das hat mich dann doch sehr überrascht, weil ich halt Petra selbst halt irgendwie doch eher als lustigen und nervigen Charakter so, auch Gegenpol zu Peter, also gerade irgendwie Interaktion mit Peter später im Spiel, fand ich persönlich sehr lustig, weil es halt einfach Peters Martyrium noch einen draufsetzt, dass Edna ihn ausgerechnet mit der nervigen Petra verkuppelt. Eine Situation, mit der er offensichtlich überfordert ist. Aber dann eben auch die Idee halt, dass sie genau wie Edna eigentlich viel zu schmerzfrei oder unreflektiert ist, um es halt irgendwie merkwürdig zu finden, eine Geburtstagsfeier auf der Toilette auszurichten, fand ich erstens lustig, also inklusive der ganzen möglichen kleinen Wortspiele zum Thema Fingerfood und wo wurde die Bowle angerührt und so. Aber was ich ganz besonders lustig fand an Petra war eigentlich, dass sie halt so ziemlich genauso irre ist wie Edna auf ihre Weise, natürlich auf eine andere. Aber dass Edna sie partout nicht leiden kann, das ist der erste Charakter im Spiel, glaube ich, den Edna einfach nicht leiden kann. Von der sie halt wirklich genervt ist und das halt auch zeigt so. Und Petra merkt es gar nicht, weil sie halt eben genauso schmerzfrei ist wie Edna. Also irgendwie spiegelt sich Petra in Edna auf eine ganz komische Weise. Und dass Edna dann von ihr genervt wird, macht das halt eigentlich nur noch interessanter. Oh. Wozu der wohl gut ist? Gute Frage. Nicht. Hey! Hallo! Muss kaputt sein. Glaube ich auch. Also ich glaube, wir können uns hier nichts angucken, außer das Licht ist an. Überraschung! Huch! Ah! Nicht wirklich appetitlich, Fingerfood direkt neben den Toiletten aufzubauen. Nicht wirklich. Ich will nicht gleich alles nehmen. Hey, reden mit Fingerfood. Na, ihr Appetithappen? Es bricht sich Appetithappen. Was? Ich kann auf der Toilette nichts essen. Ist so ein Tick von mir. Jetzt kann ich nicht verstehen, warum. Guck mal, Harvey. Fingerfood. Na super. Vielen Dank auch. Oh, sorry, Kumpel. Ich vergesse immer, dass du keine Finger hast. Oh. Eigentlich spiele ich sehr gerne mit dem Essen. Aber dieses Essen hier scheint mir ein Spielverderber zu sein. Edna and Onion. In diesem Bild steckt sich Captain Unbrauchbar heimlich Roastbeef vom Buffet in seine unsichtbare Innentasche. Ui. Ja, schon ein schlimmer Finger eigentlich, dieser Captain Unbrauchbar. Das ist ein Fall fürs Gesundheitsamt. Da magst du recht haben. Kennst du die Nummer vom Gesundheitsamt, Harvey? Ruf da nicht an. Die haben eine einstweilige Verfügung gegen mich. What? Nein. Eigentlich spiele ich sehr gern, aber... Hier gibt es auch keine richtige Alternative zum Stinkdrink. Hm. Und rein damit in den Pudding. Muss immer wieder einen neuen Zehennagel machen. Ein Fußnagel. Klein wenig Zehennagel? Davon kann ja nicht schaden. Flump. Alles klar. Bohnendip. Direkt auf der Toilette serviert. Ja. Sehr ökonomisch gedacht. Ja, aber ob das so geil ist? What? Okay, jetzt habe ich gerade übersteuert. Es tut mir leid. Da habe ich mich gerade selber vor mir selber erschrocken so. Hallo? What? Die Lautlosen sind die schlimmsten. Ah, die Bohnensuppe nimmt sie mit, ne? Hast du Hunger, Harvey? Irgendwie nicht. Es fühlt sich so an, als sei mein Bauch voll mit Watte. Warum? Hä? Mein Poloschläger isst keinen Bohnendip. Eigentlich isst er kaum etwas. Deswegen ist er auch so dünn. Da fehlt definitiv ein Warnhinweis, dass das Zeug abführend wirkt. Ja. In diesem Bild hat Captain Unbrauchbar Bohnen in den Ohren. Okay.
Beides wirkt abführend. Ich ruf mal den Bohnendip an. Was? Kein Anschluss unter dieser Nummer? Ich muss mich verdippt haben. Alter, der war gerade genauso schlecht wie mit dem Abführen, ey. Zickzackschere und Bohnendip, das ist... Moment, das ist gar nichts. Das ist einfach nur Unsinn. Ja, ist doch geil. Bohnendip steht nicht auf der Karte. Ich hab trotzdem welchen bekommen. Die Welt spielt gerne Weihnachtsmann und du ziehst gern am Bart. Damit wäre niemandem geholfen. Außer vielleicht dem Sanitärfachhandel. Man müsste ganz neue Toilettenkonzepte entwickeln. Hm. Mal gucken, ob sie mit Dip noch besser schmecken. Deliziös. Hast du grad... Alles klar. Als ob... Nee. Hat sie nicht. Oh Mann. Wann habe ich eigentlich Geburtstag? Ich kann mich einfach nicht erinnern. Ich bin bestimmt Skorpion. Wenn du Skorpion bist, dann... Dann bin ich Hummer. Meinst du nicht Krebs? Das wäre aber ziemlich unhöflich. Du kommst ja nur nicht ran. Das auch. Geburtstagskind, nun sind wir alle da. Wir wünschen dir ein frohes neues Jahr. Die Blumen sind vergessen, der Kuchen aufgefressen. Scoobidi-boobidi-booba. Oh, das war aber schön. Ich bin Partygast. Ich muss mich heute um nichts kümmern. Edna, Walt Disney war hier. Walt Disney war hier, ich bin mir ganz sicher. Versteck mich. Ganz ruhig, kleiner Kumpel. Walt Disney ist tot. Er kann dir nichts mehr tun. Zu bunt. Das wäre aber ziemlich unhöflich. Du kommst das. Das wäre... Oh. Du kommst das. In diesem Bild besorgt Captain Unbrauchbar einen Mediamarkt-Gutschein für Nützlich-Boys Geburtstag. Ui. Schönes Geschenk. Inspektor Konrad ermittelt wegen Erregung privaten Ärgernisses. Okay. Hallo? Spreche ich mit dem Dekorationsnotdienst? Ja, bitte? Ich benötige eine großflächige Überarbeitung einer Geburtstagsdekoration. Haben Sie auch Napalm? Wir kommen sofort. Moment mal, ich habe meine Adresse noch gar nicht genannt. Egal. Das wäre aber... So kommt das. Das kann man sich nicht einmal mehr schön trinken. Hohoho. Das wäre... So. Das wäre... So. Das wäre... So kommt das. Okay. Die ist vollkommen überdreht. Ich glaube, sie hätte etwas dagegen. Nein. Lieber nicht, das könnte gegen mich verwendet werden. Tja, wer bist du? Mein Name ist Petra. Gib mir ein P. Oder weißt du was? Behalt das P einfach. Okay. Was treibst du hier? Wonach sieht das aus? Ich gebe eine Überraschungsparty. Wo sind die anderen Gäste? Hallo, es ist eine Überraschungsparty. Was wäre das denn für eine Überraschung, wenn alle Bescheid wüssten? Das wäre doch nicht nötig gewesen. Die Party ist doch nicht für dich. Heute ist der Geburtstag von Peter. Oh. Aber sag ihm nicht, dass die Feier hier ist. Es soll eine Überraschung sein. Mal sehen. Du musst mir versprechen, dass du ihm nichts sagst. Okay. Versprech es. Ich versprech's ja. Schwöre. Ich schwöre es. Hoch und heilig. Ja, ja, ja. Stein auf Bein und Gänseklein. Ich schwöre es, okay? Okay, dein Wort reicht mir aus. Interessante Raumwahl. Wie meinst du das? Meinst du nicht, dass mehr Leute gekommen wären, wenn du nicht ausgerechnet auf der Toilette feiern würdest? Ich weiß nicht. Es ist immerhin eine Überraschungsfeier. Und was könnte überraschender sein? Überraschend trifft es nicht ganz. Ekelig. Oder absurd.
Das trifft es. Ach ja? Wo hätte ich denn deiner Meinung nach feiern sollen? Wie wär's mit der Bar? Das geht nicht. Peter sitzt schon den ganzen Tag dort und bläst Trübsal. Es ist doch seine Überraschungsparty. Er ist ein wenig empfindlich, was sein Alter anbetrifft. Ich hoffe, die Party muntert ihn ein wenig auf. Wie wär's mit dem Kaffeeraum? Oh, nein! In diesen Raum gehen wir nicht mehr. Einmal sind 3 Menschen dort drinnen verschwunden. Es waren Schauspieler. Ich glaube, sie wollten für ein Stück vorsprechen. Sie sind nie wieder rausgekommen. Alles klar. Wie wär's mit dem Fernsehzimmer? Nein! Ich kann Partys nicht ausstehen, wo jeder vor der Glotze hängt. Wie wär's mit dem Aufenthaltsraum? Das war auch mein erster Gedanke. Aber König Adrian war dagegen. König Adrian? Er regiert den Aufenthaltsraum. Er ist ein weiser und gerechter König. Und man erzählt sich, dass er hellseherische Fähigkeiten hat. Leider empfängt er nicht häufig jemanden. Sein Adjutant, dieser Drogelbecher, ist genauso zäh, wie er attraktiv ist. Jeder Raum wäre besser gewesen. Ich find's nett hier. Okay. Kennst du einen Weg hier raus? Warum sollte ich hier raus wollen? Hier ist immer was los. Und die Leute sind nett. Außerdem muss einem hier drin nichts peinlich sein. Wenn man mal die Hose vergisst, fällt es niemandem auf. Wenn du hier raus willst, sprichst du besser mit Almelio, wenn du ihn findest. Ich glaube, er arbeitet gerade an einem Tunnel. Wenn du ganz verzweifelt bist, kannst du auch mit dem Schlüsselmeister reden. Aber das würde ich nur im äußersten Notfall tun. Der Typ ist gefährlich. Seine Einzelzelle ist allerdings im 2. Stock. Da musst du schon bis nach dem Essen warten. Dann werden wir nämlich in den Schlafsaal gebracht. Schlüsselmeister, Ah. Feier noch schön. Werd ich. Ach ja, mach das Licht aus, wenn du gehst. Mal sehen. Okay. So, dann würde ich mal sagen, da lang. War das da? Ich glaube, da rein. Ja, okay. Reden wir mal mit Peter. Na, du? Petra feiert auf der Toilette eine Überraschungsfeier für dich. Ich weiß. Oh. Willst du nicht hingehen? Ich glaube, sie hat sich große Mühe gegeben. Keine 10 Pferde bringen mich dahin. Was glaubst du, warum ich mich hier versteckt halte? Diese Petra mit ihrer übertrieben guten Laune ist lästiger als ein Sack Filzläuse. Filzläuse halten wenigstens die Klappe. Recht hat er ja, ne? Ich lass dich wohl lieb. Tja, warum soll... Tja. Okay, Moment. Was ist, wenn wir jetzt mit ihr nochmal reden? Bringt uns das etwas? Oh, Chips. Die extra krümeligen. Geht das? Yeah. Bringt mich zu eurem Anführer. Wie bitte? Verflucht, ich kann sie nicht verstehen. Es sind Mikrochips. So, oh. Hast du Hunger, Harvey? Irgendwie nicht. Mein Poloschläger isst keine Chips. Eigentlich isst er gar nichts, ja. So, jetzt können die armen Chips endlich wieder atmen. Oh, Alter! In diesem Bild muss Captain Unbrauchbar eine Tüte Chips essen, ohne dabei Dr. Yo zu wecken. Alter, das ist schwierig. Ich esse lieber keine Chips, bevor die Spurensicherung da war. Das ist kein Chip-Telefon. Ohohoho. Ob ich meine eigenen Riffelchips herstellen kann? Wohl nicht. Chips stehen nicht auf der Karte.
Ich habe warum denn nicht? Welche bekommen. Das Leben ist ein Pokerspiel und du verteilst die Karten. Ich bevorzuge Salsa. Ich mag Rumba. Harvey, das wusste ich ja gar nicht. Weil du mich nie führen lässt. Oh. Nein. Aber warum nicht? Zu naheliegend. Echt jetzt? Weil es zu logisch wäre. Darf auf keiner Party fehlen. Knabberkram. Haben wir noch was? Nee. So, Moment, nein, benutzen. Über. Huch! Nochmal reden. Tja. Nee. Wie meinst du nicht, wenn du nicht. Ich weiß. Und was kann überraschen? Ich. Mal. Okay. Machst du bitte noch das Licht aus, bevor du gehst? Mach es selber. Gut. Okay. Guten Tag. Wie? Wer? Es sind viele. Einer hat Herr Mantel. Er hat eine Dauerkarte. Ja, Herr Mantel. Eine weitere Karte. Professor Nord. Damit sind die Piruan. Die dritte Karte hat der Alu. Und der Alu-Mann. Ja, du sagst. Wieso? Ich geh dann. Da. Ha. Oh, warte, wir können ja noch ein paar neue Sachen mit dem Spiel nutzen, ne? Stimmt. Haben wir das schon? Hier ist noch ein Spiel. Inspektor Schnatter. Ah. Hier ist noch ein Spiel. Shake it like Opa. Was? Hier ist noch ein Spiel. Zahn ist Trumpf. Hier ist noch ein Spiel. My first teenage phone. Achso, ja, das hatten wir schon mal. Hier ist noch ein Spiel. Ohren auf. Wow. Hier ist noch ein Spiel. Ohne Bohne nix los. Hier ist noch ein Spiel. Flipchip Deluxe. Das ist ein gutes Spiel. Hallo Droggy. Droggelbecher. Na gut, dann halt Droggel. Droggelbecher. Ah, er ist. Ich kann nicht mit ihm. Ach so. Oh. Oh. Hey Alu. Hallo Edna. Was führt dich diesmal zu mir? Oh. Ich habe noch eine Frage zu König. Schieß los. Ich habe mich jetzt. Sehr, dann bring mir jetzt. Stimmt. Sprechen. Ich muss. Wir brauchen ja noch einen Kleiderbügel, einen besseren. Oh. Mann. Wo krieg ich den denn nochmal her? Also, ich glaube, ich brauche seine Karte. Oh, Moment. Das hatte ich schon gemacht, ne? Stimmt. Möchte der Herr was bestellen? Yes. Ich hätte gerne etwas Dino-DNS. Die steht nicht auf der Karte. Amerika stand auch auf keine Karte. Columbus ist trotzdem losgesegelt. Der Diss. Ich habe da was für dich. Oh, Bernstein! Aus den peruanischen Bernstein-Minen. Ah! What a pity, da ist kein Bernstein-Einschluss drin. So ist es für mein Dino-Zucht-Programm unbrauchbar. Du kannst es wieder haben. Aber such ruhig fleißig weiter. Dann wird schon bald meine Dino-Army über die Globus marschieren. Huaha, huaha! Okay. Möchtest du Bohnendip? Kommt drauf an. Stammt es aus der Kreidezeit? Klar. Das Verfallsdatum ist überschritten, wenn du das meinst. Möchtest du ein paar Chips? No thanks. Ich will nicht, dass meine Experimente vollkrümeln. Damit wäre nie. Außer man müsste. Der hilft uns ja auch nicht mehr weiter. Da kommen wir nicht durch.
Gut Leute, das war's vorerst mit diesem Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein.